Können Sie sich eigentlich vorstellen, im Zug zu wohnen, liebe Zuschauer? Wahrscheinlich eher nicht, aber wir stellen Ihnen gleich einen Mann vor, der das bereits seit einiger Zeit macht. Warum? Auch das gleich ein bisschen später bei uns. Und damit herzlich willkommen zu MDR um 2 an diesem Mittwoch, unter anderem mit diesen Themen. Im Dresdner Stadtteil Leuben musste die Feuerwehr vor wenigen Stunden zu einem verheerenden Wohnungsbrand ausrücken. Zuvor war ein Handwerker in Gera steht seit dem Wochenende mit leeren Händen da. Hier haben wir ihn auch, denn viele der Werkzeuge wurden ihm geklaut. Und man kann sich schon denken, dass die Diebe natürlich nur die besonders teuren Geräte gegriffen haben. Und so kommt zu dem Verlust jetzt auch noch das Riesenproblem, dass die Handwerker nicht wissen, wie sie ordentlich weiterarbeiten sollen. Klappen mit einem Plan, bin ich mir sehr sicher. Sven Böttger war das live aus Schönneck. Dankeschön für die Informationen, Sven. In Sachsen-Anhalt, in Deetz, liebe Zuschauer, da betreibt ein Mann eine Gänsezucht. Bei ihm leben die Tiere wie Gott in Frankreich, kann man sagen. In Freilandhaltung, inmitten ihrer Leibspeise im Maisfeld. Unbeschwert dürfen die Gänse dort in der Natur umherwatscheln. Beste Bedingungen also für eine glückliche Bio-Weihnachtsgans eigentlich. Und dennoch wird dem Züchter jetzt der Vorwurf gemacht, er habe gegen den Tierschutz verstoßen. In einem Linienbus in der Stadt fühlt man sich als Fahrgast eigentlich immer recht sicher. Gestern Abend hat sich das für einige Fahrgäste in Zwickau aber für Sekunden ganz, ganz anders angefühlt, als sie plötzlich während der Fahrt einen heftigen Ruck spüren und teilweise von ihren Sitzen rutschen. Genau in diesem Moment ist ein Auto in den Bus geknallt. Sport. Einige können das Wort nicht hören, andere schwören drauf. Fitnessstudios gibt es an fast jeder Ecke heutzutage. Und dann geht es logischerweise darum, die Muskeln so ein bisschen zu stehlen. Für alle die, die in dieser Beziehung ein bisschen taub sind auf dem einen Ohr, wäre Fitness der anderen Art was für sie. Wie wäre es mal, die grauen Zellen ein bisschen zu trainieren? Wie das funktioniert, hat uns brennend interessiert. Und die ganze Geschichte von Alexei sehen Sie heute Abend, wenn Sie mögen, um 20.15 Uhr bei Exakt hier im MDR natürlich. Und bei uns sehen Sie jetzt die drei Top-Themen unserer Sendung in der Zusammenfassung für Sie. Ich freue mich sehr. Oh ja, und dann mehr zu den doppelten Endrohren oder was war das? Mehr bei dir, ja. Klingt nach einer tollen Sendung. Dankeschön, Peter. Die Frage, Hund oder Katze, kann schnell zu einer Art Wettstreit zwischen den jeweiligen Besitzern führen. Wo sie dann aufzählen, was ihr Liebling besser macht als die andere Tiere.